Heute ist der 31.07. am Brandenburger Teich. Wenn man mittlerweile sieht, keine Vögel mehr hier. Ich persönlich tendiere dazu, keine Reiherenten, keine Tafelenten, keine Haubentaucher. Es wird nichts Passendes mehr in Fressgröße drin sein und Stockenten sind nicht mehr vorhanden, weil wir noch nie gefüttert haben hier. Im Vergleich machen wir nachher den Vergleich der Dixbüchse. Das ist mir zu viel hier zum Zählen. Aber bei weitem mehr. Und der Teich ist viel, viel kleiner. Und ich vermute, der Dixbüchser Teich hat so viele Enten drauf, weil sie hier immer heimlich füttern. Weil man sieht es allein an die Tüten. Und wie sie sich hier aufhalten. Allein an die Federn. Sieht man, dass sie ganz deutlich auch hier an den verkackten Stellen. Mit restlichen Brotkrumen oder Haferflocken oder sowas. Eine Woche später, nachdem wir hier angefangen haben zu füttern, alle Vögel wieder hier. Hier füttern wir natürlich, und man sieht auch genau, wie sie jetzt alle Richtung mir schwimmen. Weil wir jetzt hier vorne, damit ich kontrollieren kann, mal Futter versenkt haben. Also ich vermute, dass es jetzt die dreifache Menge ist im Vergleich zur letzten Woche an Vögeln. Man kann sie kaum erkennen, der Teich ist so groß. Was heißt groß? 7, 8 Hektar. Und unten, wie gesagt, am anderen, wo letzte Woche noch über 70, 80 Vögel waren, 10 Stück. Jetzt habe ich angefangen, im Brandenburger Teich zu füttern. Und es ist kein einziger Vogel mehr auf dem Neuhäuser. Der große Badeteich am 4. August. Wir füttern den großen Badeteich dieses Jahr fast nicht, weil die Fische alle schon ein Kilo schwer waren beim Besatz. Und hier sieht man am selben Tag, heute Morgen habe ich einen Brandenburger aufgenommen, wie viele Vögel da sitzen, wo wir jetzt halt ungefähr eine Tonne Futter einbringen. Oder vermutlich, also in der Zeit haben wir bis jetzt 600 Kilo eingebracht, aber wenn die so weiter fressen wie bisher, dreimal die Woche 300 Kilo, mal schauen, ob wir so mit der Menge hinkommen. Ansonsten vielleicht auch bloß zweimal die Woche 300 Kilo. Aber man sieht, am ganzen Teich 1, 2, 3, 4, lass das 20 Enten sein. Im Vergleich zu den letzten Jahren, wo wir hier in den Teich 10 Tonnen Futter eingebracht haben, da hat man allein 400 Blasshühner hier drauf. Wie sie jetzt alle herkommen und warten, dass ich rausgehe und fütter.